Es geht weiter mit Rise of the Ronin. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Wir haben gerade die Rache-Quest angenommen in der letzten Episode in der Höhle und müssen jetzt Rüstungsteile besorgen, damit der eine Typ wegen seinen Neffen die Rache, seine Rache bekommt. Mal gucken, wie die Quest ausgeht und was wir für Gegner treffen werden. Also, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Folge. Ich glaube, da vorne, wo die Quest hinführt, ist sogar auch ein Wahrzeichen. Das ist hier oben die Treppe hoch schon. Bin schon da. Sehr cool. Und sollte euch die Folge heute wieder gefallen, Leute, dann drückt gerne wieder auf den Like-Button. Vielen, vielen Dank für die tägliche Unterstützung bei Rise of the Ronin. Jeden Tag pünktlich um zur selben Uhrzeit. Okay, der ist groß. Hat eine große Keule dabei. Ist der auch gesucht? Hier ist auch ein Gesuch. Das ist auch der Gesuchte. Wahrzeichen. Ein Kotai-Schrein. Warte mal, der. Zivistiere. Hätte mich von hinten anschauen können. Nein! Den habe ich gespürt. Meine Ausdauer. Alter, in meiner Kombo greift er mich. Habt ihr das gesehen? Ich war gerade noch im Wirbel drin. Da kommt da eine große Kranke, ey. Okay, zu früh gedrückt. Wieder zu früh. Und dann ist er weg. Ja, roll dich mal. Die Haltung ist nicht ganz so gut, glaube ich, wie die Standard hier, wie diese hier, oder? Ich glaube, hier waren ganz bessere Schläge drin bei der. Ich wollte halt mal wieder eine andere Waffe ausprobieren, aber da komme ich mit den anderen besser zurecht. Immer noch, was Einhandwaffen angeht, das hier das Beste mit 187. So, gibt's hier noch was holen? Der hatte das Rüstungsteil dabei, das habe ich schon eingesammelt jetzt. Okay, perfekt. Das ist nur das Wahrzeichen, das ist halt keine weitere Kiste. Nö, Wahrzeichen geholt. Jetzt muss ich da drüben hin. Kann ich auch wieder von hier gehen. Mache ich auch. Wieder von dem Banner aus, ist perfekt. Oh, noch ein Hund. So. Das ist auch nicht so weit, auch nur 100 in die Richtung da. Ich will mich schon von hier aus so weit kommen. Warte mal, da ist so eine Katze, wo ich mich ranschleichen muss. Obwohl ich danach. Naja, die sind aber mit jemand anders beschäftigt. Das heißt, ich kann die schön meucheln. Oder auch nicht. Oh, daneben. Hey, kommst du denn her? Warum musstest du dich einmischen? Das wirst du jetzt bereuen! Gegerbte Rüstung. Mein Onkel schickt dich für den Quest. Ja. Mir fehlen die Worte. Dank dir konnte ich die Rüstung wieder beschaffen. Ich erstatte ihm sofort Bericht. Mach das. Okay.
Triff dich mit dem Ronin. Quest ist noch nicht vorbei. Okay, da oben ist eine Katze, die wegläuft, wenn ich zu laut bin. Ja. Ich muss von hinten aufs Dach rauf und sie dann von hinten irgendwie erwischen. Also jetzt bei solchen Sachen, wenn ich gerade im Video in der Aufnahme bin und ich sehe gerade dann hier so ein Vieh, dann werde ich ihn natürlich sofort mitnehmen. Oder auch nicht, weil sie flüchtet. Ich bin geschlichen. Vielleicht von der anderen Seite nächstes Mal ran. So. Die ist erst, also die ich musste erst wieder warten, bis sie wieder neu auftaucht. Da geht's hin. Okay, da habe ich keinen Schnellreisepunkt für. Jedem Stein hängen bleiben hier, das Pferd. Nee. Steine und Hügel mag das Ding nicht. Ein Hund? Ein Schwein? Kämpft hier gegeneinander, Hund und Schwein. Lasst mich da raus. Okay, da unten ist es. Die nur noch diese Kohle haben. Hallo. Das ist dein Neffe? Wir haben die Rüstung zurück. Jetzt knöpfen wir uns unseren Täter vor. Diese Aufgabe übernimmst du, mein Junge. Und zwar nur du allein. Ich werde dir nicht helfen. Du bist das Familienoberhaupt, nicht ich. Als Nachfolger deines Vaters verlangt es die Ehre, dass du eigenhändig Rache nimmst. Hey, Onkel. Heißt das, du wirst nicht mitkommen? Ich dachte, du stehst an meiner Seite. Okay. Ich geh mit, oder? Tu, was nötig ist für deinen Vater. Überzeugen. Es ist genau wie unsere Freundin sagt. Ein Samurai tut, was getan werden muss. Da dieser Anlass so ungeheuer wichtig ist, laden wir sie als Zeugin ein. Und wenn es dazu kommen sollte, wird sie dir helfen. Verstanden, Onkel. Und wenn ich dich noch um einen Gefallen bitten darf, lass mich in der Rüstung kämpfen. Dann habe ich das Gefühl, dass mein Vater hier ist und mir Kraft leiht. Okay, er hat die Rüstung angezogen. Hey, das sind die gleichen Farben wie von Jin Sakai. Weißt du, ich dachte nicht, dass die Rüstung so schwer sein würde. Ach was. Aber wenn das die Last familiärer Pflicht ist, trage ich sie gern. Ich soll also nur zugucken. Ich mach's! Nee, ich denke mal, ich kämpfe lieber mit, weil die greifen mich hier an. Einfach aufgeladener Schlag getötet der. Ah, oh, daneben. Er hat sich bewegt. Ui. Mein Bogen ist nicht ausgerüstet. So. Okay, die Wand hinter ihm ist auf jeden Fall schon mal weg. Dasselbe Schicksal bevor wie ihn. Neue Gegner.
Oh, 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 oh. Du hast meinen Vater getötet. Du wirst sterben. Dank dir konnte ich eine alte Rechnung begleichen. Ich stehe in deiner Schuld. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, habe ich noch eine Bitte an dich. Die Rüstung, die ich bei mir habe, passt mir noch nicht so ganz. Ja. Passt du auf sie auf, bis ich endlich bereit bin, sie zu tragen? Nö, ich verkaufe die oder zerleg die für Teile. Mission abgeschlossen. Gegärfte Rüstung erhalten. Dankeschön. War eine interessante Quest auf jeden Fall. Die Bürde eines Sohnes. Gibt's hier noch eine Kiste in dem Bereich? Hä? Wieso zeigst du mir das an? Ich bin noch hier. Keine Kiste in dem Bereich. Okay. Keine Quest mehr in denen, dabei hier ist noch die weitere Bindungsmission mit dem anderen Typen. Wie gut ist denn die Rüstung? Ein paar Revolver bekommen, brauche ich nicht. Nichts für den Kopf, doch hier, da ist der Helm, gegerbter Helm, aber der hat nur 62. Ist halt schlecht, ne? Und die Rüstung an sich, auch schlechter. 150 hier, überragender Champion ist das Set. Aber ich trage da bessere Sachen. Ich trage auch überragender Champion. Das gleiche Set, also der gleiche Set-Bonus. Optisch muss man halt gucken, wie das bei meinem Charakter aussieht. Aber das sieht man jetzt nicht, weil ich ja mein Outfit geändert habe, also optisch. Das heißt, selbst wenn ich die jetzt anziehe, sehe ich das optisch halt nicht. Da muss ich erst wieder ins Stützpunkt zurück, ins Langhaus, damit ich das da ändern kann. Okay, ich würde sagen, dann machen wir einfach mit der nächsten Quest weiter, die in der Nähe ist. Und zwar wäre das die Bindungsmission hier, aufkeimende Zweifel für den Säufer. Ich frage mich, was das für Zweifel sind. Zweifel an seiner Sache, dass sie gegen das Shogunat sind oder so? Wegen den Nationalisten? Schöne Aussicht von hier oben. Ganz schön hoch. Da ist auch ein cooler Tempel da. Aber das ist hier ein Gebiet, was ich schon hab, ne? Ja, deswegen war ich da schon. Nee, warte, der Tempel ist hier. Der Tempel ist ein anderes Gebiet. Das ist das Nebengebiet. Ich flieg da mal hin, da ist bestimmt was. Man guckt da an, wie das da oben steht. Da ist bestimmt was. Ja, meine Ausdauer. Wir den Sturz nochmal abfangen im letzten Moment. Ausdauer ist weg. Okay, mal gucken, was das hier für ein Schreingebäude ist. Sieht ganz schön aus mit der Farbe gerade. Das ist so, des Sonnenuntergangs. Gegner waren hier auf jeden Fall. Cool mit den Gebetsstatuen, die hier noch links und rechts so stehen. Ein Warnzeichen, immerhin. Einfach wieder nur ein normaler Schrein. Ah, mit einem Banner aber noch. Kohle. Okay, mehr ist hier nicht. Oh, doch. Eine Kameraposition.
Was fotografieren wir? Den Schrein? Oder... Da oben? Hm? Hier. Den Turm da? Das das Gebäude, okay. Aber aus dem Winkel? Komisch. Naja, aber so kriegt man hier die ganzen... Oder vielleicht wegen den Statuen so. Wahrscheinlich, damit die Statuen noch mit drauf sind. Was ist das eigentlich für ein komisches, großes Loch hier? Es ist stark von so Felswänden komplett umrundet. Sind das Reisfelder? Man sieht das auch hier. Hier dieses Tal mit den ganzen Feldern hier unten. Okay, aber hier die drei Sachen komplett abgeschlossen jetzt. Guck mal, da habe ich das Gebiet gerade, weil ich da war, diese Sachen gemacht habe, schon auf 25% fertig. Gleitflugtraining, das sind auch neue Aktivitäten. Was hat es den so weit aus der Stadt rausgeschlagen, dass er jetzt hier rumsteht? Und er ist nüchtern. Entschuldige, aber es ist sehr wichtig. Deshalb komme ich gleich zum Punkt. Ich habe vor kurzem einen anonymen Brief erhalten, in dem ich zu einem Duell herausgefordert wurde. Mit einem fairen Kampf ist wohl kaum zu rechnen. Doch eine Falle vermute ich dahinter ebenso wenig. Ich muss unbedingt herausfinden, wer dahinter steckt. Takasugi wollte mir helfen. Doch das Shogunat beobachtet uns. Die Choshu dürfen nicht mit zwielichtigen Geschäften assoziiert werden. Damit komme ich zu meinem Gesuch. Begleitest du mich? Das ist viel verlangt, ich weiß. Doch ich bitte dich. Ich brauche deine Hilfe. Okay, das Kämpfen überlässt du aber nicht allein mir, oder? Wenn ich Zeuge deiner Schwertkunst werde, dann ja. Na, vielleicht lerne ich noch andere Haltungen, ja. Da fällt mir ein. Die konnte ich dir noch gar nicht präsentieren. Bei unserer ersten Kampfübung war ich nicht gerade in Höchstform. Mein Umgang mit dem Schwert ist recht passabel, glaub mir. Ich will nicht, dass du mich alt aussehen lässt. Im Brief wird eine Zeit und ein Ort genannt. Wir brechen zur rechten Zeit auf. Also, bist du dabei? Aber sicher. Gut. Vielen Dank. Wie immer. Gut. Gehen wir. Mhm. Ehrlich gesagt, hatte ich nicht mit dir gerechnet. Es hat schließlich nichts mit dem Samurai zu tun, den du suchst. Aber sicher hast du deine eigenen Gründe. Ganz bestimmt. Bindungsstufen erhöhen. Hier drüben, fast Gegner. Sie. Ja! Dach. Ich höre da immer noch Wind. War aber nicht meiner. Ich denke, das ist unser Mann. Denkst du? Bereit? Du bist also gekommen. Sparen wir uns die Worte. Los, kämpfen! Noch ist es nicht vorbei! Du bist fähiger, als ich erwartet hatte. Katze. Hätte mich da jemand unterschätzt. Wieso? Ich hab die Arbeit gemacht. Gut gekämpft. Von jemandem, der sich gegen das Shogunat auflehnt, hatte ich auch wirklich nichts anderes erwartet.
Das war sicher nicht unsere letzte Begegnung. Da bin ich sicher. Klingt fast so, als seist du nur gekommen, um mich zu prüfen. Nun, was würdest du mit ihm anstellen? Verschonen wir den. Verstehe. Ich bin ganz deiner Meinung. Die Leute haben recht. Du bist zu weich, Katsura. Alle Blicke richten sich auf die Choshu. Nicht nur jene des Shogunats. Gibt es eine friedliche Lösung, müssen wir sie wählen. Wie er sein Schwert führte, stammt er aus Satsuma? Gemessen an seinem Können müsste er... Nein, ich darf keine Vermutung anstellen. Nun, mit dir an unserer Seite können wir mit allem fertig werden. Doch zugegeben, für einen kurzen Moment dachte ich, du verrätst mich. Hat ja nicht so viel Vertrauen. Ich wollte dich immer beschützen. Das freut mich zu hören. Das war sicher das letzte Mal, dass ich an dir gezweifelt habe. Vielen Dank. Einfach hier beim Baum getroffen. Gunst, okay. Du kannst die Gunststufe bestimmter Verbündeter auf folgender Weise erhöhen. Das heißt, ich habe mit den Geschenken, ne? Gib ihnen Geschenke in Basen oder in einem Langhaus. Schließe Missionen mit ihnen ab. Stimme ihnen die Gespräche zu. Okay. Wenn die Gunst bestimmter Verbündeter dir gegenüber hoch genug ist, kannst du einen verborgenen Schwur mit ihnen leisten und eine besonders intime Beziehung eingehen. Gunststufe kannst du unter einsehen, okay? Dankeschön. Und warum treffen wir so wenig Frauen? Irgendwie voll das coole Gebiet hier. Irgendwie entspannt. Und so ruhig. Okay. Nächste Aufgabe. Das hatte ich. Die nächste Quest geht erst hier oben weiter. Dann kann ich mich ja hier durch dieses Gebiet durcharbeiten. Und könnte mir dann angucken, wie das Gleitflugtraining aussieht. Das ist doch eine feine Sache. Dann muss ich hier wieder auf den Hügel. Ne, da runter. Oder kann ich auch hier kann ich glaube ich so durchreiten. Also hier erstmal das Dings mitnehmen. Die Ordnung. Das Gleitflugtraining interessiert mich schon. Müssen dann auch schon fast alle Nebenaktivitäten sein mit Glücksspiel, Dojo und Schießen und sowas. Reiten, Schießen hatten wir auch. Oder sowas. Aber hier sind doch Gegner. Eine Kutsche? Habt ihr die Kutsche überfallen? Weg. Das war aber nur so Gangster, keine öffentliche Ordnung oder so. Ist da oben eine Windmühle? Cool. Warte mal, das ist ein Schrein. Steht hier einfach so ein Fähigkeitspunkt rum.
zwei Flüchtige. Der gehört mit zu dem. Das ist ja auch hier auch, man sieht ja hier, dass das alles oberhalb ist, auf so einem Hügel. Hier noch ein Foto machen. Und das Leitflugzeug natürlich auch in erhöhter Position. Ja! Beide Gesuchte hier, wir sind 12 Gegner. Ah, Helm. Da ist wieder eine Falle. Da ist der Gesuchte. Oh, der sieht cool aus. Sein Shinobi. Einer weniger. Noch hat er die Falle nicht aktiviert. Okay. Die Hälfte haben wir. Ich habe doch auch noch bei dem Schwert hier eine neue. Diese Haltung jetzt nach oben. Die ist auch noch neu, die Haltung. Können wir auch mal einen Kampf ausprobieren. Ne? Was machst du denn da oben, ey? Komm mal wieder runter. Dankeschön. Hier ist gleich der zweite Gesuchte. Der andere ist auf dem Dach, okay. Da ist ja noch einer. Er hat überlebt. Das ging auf den Kopf. Zwei Stück noch. Okay, der guckt in meine Richtung. Aber wenn ich von hier komme, sollte es klappen. Warte mal. Da vorne ist noch ein Gegner. Das ist der vorletzte. Und drin ist der Gesuchte, ne? Der andere ist da unten. Der rennt noch hier irgendwo rum. Da. Okay, dann ist der Gesuchte der letzte und der ist auch natürlich auch würdiger Gegner. Ah, er hat hier eine Wand hinter sich, dass man gar nicht richtig meucheln kann. Außer so. Oh, ist eine Frau. Nein! Die hat mich zersäbelt. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Blutrache begonnen. Minus 2000. Oh, das sollte ich mir auf jeden Fall zurückholen. Erste Dame als Gegner, oder? So richtig. Muss ich das nochmal von vorne machen? Ja, ich glaube schon. Nee. 6 von 12, die Hälfte, Alter. Nee.
Sechs muss ich nochmal wieder töten. Okay, die schnappe ich mir in der nächsten Episode, Leute. Ich muss auf jeden Fall meine Karma-Punkte zurückhaben, weil ich habe da über 2000 verloren. Und das sind viele Erfahrungspunkte, die ich brauche. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Episode von Rise of the Ronin. Haut rein, bis dann. Tschüss.